gell, brauch ich eine Mauer. Ja, das bin ich. Ach so. Ups. Kein Problem. Ich bin hier schon auf dem Orangen drauf. Ja, ich schlachte gerade oben noch die letzten Dorfbewohner ab, die der Pinke hatte. Perfekt. So, mein Bauteam. Ich könnte da eventuell noch mal so zwei, drei Häuschen gebrauchen. Und du bitte bau mal das Holzfällerlager noch dorthin, damit das Holzfällerlager weg kann. Oh, jetzt hat die Orange auch schon aufgegeben. Oh, wir kriegen Besuch. Wo? Von unten. Ach ne, das... Ja doch. Oder... Ach stopp, das warst ja du. Sorry. Hab die Farben verwechselt. Ach so, nur dann. Ich habe auch zuerst gedacht, dass der Ögedei kann, aber es ist so eine Eissee, der da unten ist. So, Bauarbeiter, weitermachen hier. Schlag ja auch eine Schneise in den Wald rein, ne? Alter Schwede. Überall da, wo meine Häuser entstehen, da war früher Wald. Da ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Ja. Wen haben wir überhaupt danach noch? Den hellblauen und... Rot. Und rot, ja gut, der Ögedei Khan, der ist ja auch schon... Ja, der Mongole. Es werden mehr Häuser benötigt. Alter. Oh. Okay. Der Mongole gibt auf. Okay, wo ist der andere? Gehen wir gleich weiter. Ziehen wir durch hier. Okay, das nächste Mal dann noch Standard und mit Teams der Dings. Und wenn das auch nicht hilft, dann müssen wir halt auch schwer spielen. Richtig. Au, der sieht schon mal ein bisschen besser aus hier. Der hellblaue. Das sieht super aus. Der hat wenigstens noch mal was, um sich zu wehren. Los, drauf da! Oh, ja, aber viele Einheiten. Okay, ich glaube, der macht mich platt. Bin gleich da. Klar, ein Teil meiner... Leute läuft außen rum, unten rum, mitten durch die feindliche Basis natürlich, wem es gefällt. Oh, wir haben einiges verloren am Leuten. Ja,
Ja, deswegen ist mal eine Schlacht hier. Endlich mal einer, der sich mal ein bisschen wehren kann. Hier fallen viele Leute, aber es ist sehr gut. Und der Rot ist wahrscheinlich unten rechts in der Ecke. Vermutlich. Zweihandschwertkämpfer. Oh, ist ja. Traurig ist das, ey. Da rennt man einfach rein und ruckzuck. Eine Stunde Aufbau und in 20 Minuten sind alle weg. Yep, so ist das nun mal. Ja gut, das ist bei Kosaks ja natürlich deutlich angenehmer, ne? Und aufgegeben. Wie kommt man denn zum Roten hin? Ich habe mal die Karte aufgedeckt. Müsstest du auch sehen. Nee, sehe ich nicht. Der Rote ist gleich neben den Hellblauen. Gleich nebenan. Ja gut, noch haben wir hier ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, mit Ramagani habe ich glaube ich 2 Stunden gebraucht, um alle wegzukriegen. Oh, insgesamt 2 Stunden Spieldauer. Wir zocken jetzt seit einer Stunde 20. Ich meine, wir hatten auch das Glück oder das Pech, dass sich der Gegner halt schon gegenseitig platt gemacht hat. Ja gut, dadurch haben wir natürlich kaum Angriff abbekommen, ne? Richtig, weil wenn ich gucke, oben wo der Pinke war, ein Stück weiter unten war der Graue, da oben war ja dann auch gleich noch der Orangene und der Hellblaue. Der Rote ist gleich drunter und bei dir unten kommt der Blaue und dann daneben in der unteren rechten, unten linken Ecke, rechten Ecke. Der Orangene dann. Ja, also. Den Blauen, ich habe ja so gut wie gar keinen bei mir gesehen überhaupt. Das kam ja gar nicht mehr. Richtig. So, ich muss meine Leute wieder zusammenziehen. 2, 3. Okay, da sind ja nicht mehr viel übrig von meinen Leuten hier. Also hier oben, das war der erste Gegner, sag ich mal, wo es ein bisschen Verluste gab. Ah, und da ist der Rote. Okay, dann. Dann wollen wir mal, wa?
Bestimmt drauf. Oh, der Rot hat aber... Na, schon ein bisschen was Besseres da. Hat ja auch noch uns die meisten Punkte. Nicht, dass das viel bedeuten würde. Ja, guck mal von links. Da kommt meine nächste Einheit. Vorrücken! Macht sie platt! Oh! Schöne berittene Viecher. Meine Bogenschütze oder meine Armbrustschütze kümmern sich um die ganzen roten Viecher. Und der Rest rennt einfach durch. Na, kommt meine letzte Einheit noch an rechtzeitig? Oh ja, können es fast noch schaffen. Wo sind sie denn? Ach, da kommen sie, ja. Ah, die Belagerungskanonen. Genau. Ja, das wird eng, das wird eng. Das könnte eng werden. Na, obwohl, das könnten sie doch schaffen. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber war ein relativ angenehmes Match, ne? Am Anfang habe ich gedacht, oh, haben es noch nicht mehr geschafft. Schade. Das war's, ne? Sie haben gewonnen. Ah, den blauen habe ich ja gar nicht zu Gesicht bekommen. Er hat noch so viel und hat trotzdem aufgegeben, okay. Und der orangen hat auch aufgegeben, aber warum? Gute Frage. So, wollen wir mal gucken. Wie weit haben wir gewonnen? Militär, oh, da Militär warst du natürlich von der Punktzahl deutlich besser. Wirtschaft ist natürlich mein Bereich wieder. Mal wieder. Den gewinne ich komischerweise immer. Technologie habe ich einen leichten Vorsprung. Ganz, ganz leicht. Hab ja alles erforscht, was zu erforschen gab. Militärstatistik. Getötete Einheiten. Abgerissene Gebäude ist am meisten. Verlorene Gebäude. Größtes Heer hatte ich gehabt. Das war ein kleiner Unterschied, ne? Ja. Verlorene Gebäude 1, Bekehrung 2. Oh, getötete Einheiten hat der Rote am meisten. Okay. Wirtschaft, Nahrung, ja, ganz knapp. Holz habe ich dich ganz knapp überholt. Das gesammeltes Gold, Handelsgewinn, na gut, da hast du natürlich ordentlich Vollgas gegeben. Technologie, na gut, da war ich sehr, sehr schlecht dran. Entwicklung im Prozent, 40%. Naja, und Gesellschaft, Borgen hast du, Reliquien. Hat der Rote gehabt, Reliquien Gold, ja. Größte Bevölkerung hatte ich auch gehabt. Und die Zeitlinie. Ja, ich habe ein bisschen früher angefangen mit Militär. Ja. Ja, ansonsten. Schon ein geiles Match. Richtig. Aber wenn du guckst, dass die erste Schlacht bei so 52 Minuten losging, als manch einer gerade erstmal in der Imperialzeit war. Da war ich gerade in der Feudalzeit. Ja. Ja,
Beim nächsten Mal wird es lustiger. Auf alle Fälle. Definitiv. Gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschö.